Future of BIM und Sustainable, also Nachhaltigkeit und BIM. Ein interessantes Thema. Bauen und Nachhaltigkeit, das geht ja nicht so ganz gut zusammen. Deswegen würde ich anfangen, einfach Situationen, die Deutschland ein bisschen, Klimaziele, Nutzung von KI, Handlungsempfehlungen, dann habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht. Wenn wir uns das Ganze anschauen, wir haben so 21 Millionen Gebäude. Der Anteil an CO2, den wir mit den Gebäuden ausstoßen, ist natürlich sehr hoch. Also nicht nur die Autos sind immer die schlimmen, sondern auch bei den Gebäuden ist es so. Das muss man sich mal reinziehen. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch Klimaziele. Wir wollen ja klimaneutral werden. Die Frage ist halt, ja, wie geht es zusammen? Ich habe hier von dem Herrn Professor Sinn so eine Folie einfach mal geklaut. Er sagt, okay, hier sind wir momentan, naja, da so in der Mitte. Wir haben schon einiges reduziert. Covid ist natürlich auch ein bisschen daran schuld, in Anführungsstrichen. Wir sind weniger gereist, wir haben weniger CO2 produziert, vielleicht auch ein bisschen weniger gebaut, komme ich aber gleich noch drauf. Die Frage ist, ob wir wirklich so schnell weitermachen können. Und ich sage, da brauchen wir wirklich Veränderungen, insbesondere beim Bauen. Und das andere Thema ist natürlich Wohnungsnot. Also ich komme aus München, aber ich glaube in Berlin bestimmt genauso, das gleiche Problem, Wohnungsnot. Wir wollen aber klimaneutral sein. Und jetzt mal so zwei Zahlen. Also ich bin Bauingenieur, ich mag immer gerne Zahlen, dann sieht man, also wenn wir in 2022 haben wir 300.000 Wohnungen gebaut, wir wollten eigentlich 400.000 schaffen, haben wir nicht geschafft, aber das Bauen hat gekostet 74 Millionen Tonnen CO2. Der Betrieb aller 43 Millionen Bestandswohnungen sind 80 Millionen CO2. Jetzt überlegt euch mal, also nur 300.000 Neubau ist fast so viel wie die gesamten Wohnungen. Das heißt, wir müssen wirklich was tun, wenn wir weiter so bauen, werden wir unsere Klimaziele nämlich nicht erreichen. Ja, und natürlich, viele Städte versuchen irgendwie, ihre Klimaziele zu erreichen, Sachen zu ändern. Und es geht natürlich nicht nur um das einzelne Gebäude, sondern ein Gebäude ist meistens in der Stadt, in der Gemeinde und so weiter und so fort. Also da muss man irgendwas machen. Aber die Frage ist halt, ist es gut, immer Gebäude platt zu machen und neu zu bauen? Oder nicht besser vielleicht, Gebäude zu ertüchtigen, Multi-Use, Reuse, diese Sachen einzusetzen? Was natürlich wichtig ist, wenn wir das machen wollen, wenn wir bestehende Gebäude verbessern wollen und wissen wollen, ist jetzt besser, die Heizung zu modernisieren oder die Gebäudehülle, dann brauche ich Daten. Was ist günstiger? Weil der Besitzer wird sagen, ich möchte eigentlich das machen, was günstiger ist, um Klimaziele zu erreichen. Da gibt es Forschungsprojekte und es gibt auch Handlungsempfehlungen. Ich habe hier was aus Bayern mitgebracht, weil ich aus München komme. Verschiedene Handlungsempfehlungen, die an die Regierung weitergegeben werden. Und ja, ich finde so das letzte Thema, etwa 65% unseres Konsums ist überflüssig. Finde ich eigentlich ein gutes Thema. Weißt du, wer ist mit Öffentlichen angereist hier? Ah, das ist schon mal sehr gut, sehr gut. Großes Plus hier. Der eine oder andere wird vielleicht an sich selber merken, naja, brauche ich wirklich alles? Muss ich wirklich alles haben oder kann ich vielleicht auf einige Sachen verzichten? Und ich sage mal, das beste Energiereduktion ist, wenn ich die Energie nicht benutze, die ich vielleicht brauchen würde. Ja, so der Schwenk so ein bisschen zur Digitalisierung. Wir haben ja viele Vorträge hier gesehen zum Thema Digitalisierung. Und das Reality Capture, das Aufnehmen von Sachen, das machen wir ja auch Navis bei unseren Geräten, ist natürlich ein Riesenthema. Aber wir brauchen noch Plattformen, das haben wir auch vorhin schon gehört, wo wir das Ganze zeigen. Und hier, ich sage jetzt nicht, was ich sage, sondern was zum Beispiel PointFuse, die haben ja auch einen Stand, sagt, a digital twin has been proven to help buildings operate to reduce energy consumption. Also 85%, ob das jetzt geht, lasse ich mal dahin sein, aber auch bei den ja, Facility Management. Oft ist es ja so, die ganzen BIM-Modelle werden erstellt für die Planung, ja, aber dann im Operativen, da nutzt sie keiner. Und das macht natürlich keinen Sinn, sondern wir müssen da wirklich Sachen ändern, nicht nur beim Bauen, sondern auch beim Nutzen, das heißt die digitalen
Sachen, die wir einmal aufgenommen haben, live halten und dann auch nutzen. Ein paar Sachen zu Navis. Einmal intern, das ist unsere Küche hier. Wir veranstalten da auch Events, sage ich gleich was dazu, und auch zu unseren Kunden. Was machen wir? Wir entwickeln Geräte. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal diesen VLX gesehen. Wir haben ja auch einen Stand, wo wir digitale Zwillinge erstellen. Diese digitalen Zwillinge kann man dann weltweit auf einer Karte sehen. Wir haben viele große Kunden aus dem Automotive-Bereich, aber natürlich auch viele Kunden, das sind unsere Vermesser, Geodäten, die die Aufnahmen für die großen Kunden machen. In unserer iWAN-Plattform kann man sich das Ganze anschauen, nicht im Internet, das ist alles in der Cloud natürlich. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr einfach mal scannen, da könnt ihr euch dieses Teil hier direkt runterladen. Aber ich will gar nicht so viel über Navis reden selber. Ich will ein bisschen was reden, was wir zum Thema Sustainable machen. Und ich finde immer, am wichtigsten ist, dass man selber damit anfängt. Also auch wir haben eine Initiative gegründet dieses Jahr. Wir haben einen Kickoff gemacht, wir haben ein Framework gegründet. Alles auf Englisch jetzt hier, weil wir reden Englisch, weil wir von den 360 Leuten, die bei uns arbeiten, ungefähr aus 75 Nationen Leute haben. Deswegen reden wir nur Englisch, weil Englisch versteht halt jeder. Aber wir selber arbeiten daran und wir selber haben auch unseren CO2-Footprint gemessen. Ich möchte aber auch noch was zu unseren Kunden sagen. Und unsere größten Kunden sind halt im Bereich Automotive OEM. Und da gibt es so ein paar Trends. Ich meine, alle wissen sicherlich natürlich Elektroautos, EVs. Aber auch ein Riesentrend zum Thema klimaneutrale Fabrik. Fast alle großen Automotive OEM sagen, unsere Fabriken sollen in Zukunft klimaneutral werden. Wie machen die das? Ja, sie müssen erstmal Daten erheben, auch mit unserer Technologie. Und das Thema Lean, was eigentlich bei den Fabriken in der Vergangenheit immer das Thema war, schwenkt jetzt über zum Thema Green, weil auch natürlich die Fabriken brauchen Energie und Energie ist teuer. Und wie kann ich Kosten sparen, indem ich weniger Energie verbrauche? Wir haben dazu verschiedene Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten. Hier zum Beispiel einfach ein Beispiel von Audi, was die wollen. Die sagen auch, ja, wir wollen 50% bis 2025 reduzieren. Und wir haben dazu für die Fabriken ein Konzept entwickelt, wo wir sagen, wir haben verschiedene Sachen, wie man Energie sparen kann. Und wir haben dazu Use Cases entwickelt, um unseren Kunden mit dem Thema Sustainable zu helfen. Weil wir sind der Meinung, die Basis ist erstmal eine Datenerhebung. Wenn ich weiß, wie groß meine Halle ist, was ich für Gebäude habe, was da für Maschinen drin stehen, die vielleicht irgendwelche Abwärme haben, erst dann kann ich vernünftig auf der Datenbasis entscheiden, was ich mache. Und das machen unsere Kunden schon. Großes Thema ist Best Practice Sharing da. Bei den großen Kunden, ob das BMW oder Bosch ist, die haben Werke weltweit. Und jetzt können die halt über unseren digitalen Zwilling in iWAN, müssen sie nicht mehr dahin fliegen, sondern sie können sich in der Cloud anschauen, sie können das diskutieren, wo können wir besser werden, wie können wir das Ganze machen. Natürlich Plattformen. Wir haben vorhin schon gehört, Plattformen ist eine ganz wichtige Sache. Hier sind mal ein paar Beispiele von Plattformen zum Thema Energie. Ich möchte aber auch noch ein paar Sachen teilen von einem Event, den wir im Juli hatten bei uns bei Navis. Wir machen auch Events zum Thema BIM und Nachhaltigkeit. Da wurden Projekte gezeigt. Hier eins von der Lisa Lenz. Das ist ein großes Projekt. Man sieht, auch bei so großen Projekten ist insbesondere das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Also hier geht es nicht nur um ein paar Wohnungen. Hier geht es also Mischgebiet, da ist alles drin. Wenn man sich so die Zahlen mal ansieht, 16 Millionen erwartete Besucher, 2500 Parkplätze, BGF 419.000 Quadratmeter, das ist natürlich selbst für BIM, würde ich sagen, schon challenging, sowas, so ein Projekt. Und man sieht hier so ein bisschen, wie das Planungssystem nur für Wohnen hier zum Beispiel aufgeteilt ist, also der BIM-Plan, das ist nicht ein Plan und es gibt auch nicht diese mehr, alle arbeiten an einem BIM-Modell, nein, wir haben die Lanes und irgendwann tun wir uns natürlich abstimmen, alle zwei Wochen oder wie auch immer, das wird natürlich festgelegt, dazu gibt es die AIAs und die BABs, ich glaube, da brauche ich vielleicht hier nichts zu sagen,
Aber das ist zum Beispiel jetzt so ein BIM-Modell von dieser Geschichte. Ne? Also das geht. Man soll sagen, das geht doch nicht, so ein Riesenprojekt. Doch, das geht. Wieso haben wir das gemacht? Auch da war einfach ein steigendes Bewusstsein da und die Investoren haben gesagt, hey, wir wollen was bauen, wo die Leute auch in Zukunft sich wohlfühlen. Wohlfühlen ist natürlich immer ein Faktor. Also wir können jetzt nicht sagen, im Winter drehen wir die Heizung nur noch auf 10 Grad. Ich glaube, das macht keinen Sinn. Dann wird jeder sagen, oh nee, da muss ich mit Pulli oder Daunenjacke kommen. Das wollen wir nicht. Aber wir wollen nachhaltig werden. Das ist natürlich verschiedene Zertifizierungen. Sind wir bei DNG, LEED, BREEAM und so weiter und so fort. Ich will gar nicht auf die ganzen Sachen eingehen. Gehe einfach ein bisschen weiter, aber auch da wurden halt dann Scan-Technologien genutzt, um zu sehen, wie ist die TGA dann wirklich verbaut. Ich bin Bauingenieur, ich kenne, es gibt die BIM-Pläne und wie es dann gebaut wird, ist immer noch eine andere Sache. Was wichtig ist, ja, die haben sich natürlich überlegt, was sind Zukunftsthemen, also automatisierter Check und so weiter und so fort. Anderes Projekt, nur ganz kurz aufgezeigt, es war eine Masterarbeit in der TUM. Und hier wurde auch gesagt, okay, Rückbauen ist ein Riesenthema, wie machen wir das? Und auch da war die Problematik, dass natürlich manuelle Erfassung und dann über die digitale Erfassung bis zum 3D-Modell ein langer Weg ist. Und das wissen wir alle, beim Modellieren, das ist aufwendig, selbst wenn man Punktwolken hat, Daten hat. Und was wollen die machen? Die sagen, ja, gibt es nicht eine Möglichkeit, das Ganze besser zu machen, schneller zu machen? Und haben auf verschiedene Daten zurückgegriffen und konnten darüber schneller, effizienter Gebäudehüllen erfassen. Und ich glaube, das ist der Weg, was wir brauchen. Wir müssen verschiedene Wege ausprobieren, neue Wege ausprobieren, wie wir schneller unsere Gebäude ertüchtigen können, und wie wir schneller nach vorne kommen. Das waren hier ein paar Fazitsachen, was aus der Masterarbeit rausgekommen ist, wurde auch ausgezeichnet, by the way. Im Endeffekt, es geht immer um eine Plattform. Das kam schon, glaube ich, einige Male hier rüber. Es geht um Plattformen. Wir müssen die Daten den Leuten verfügbar machen. Heißt, dass jeder, wenn ich Facility Manager bin, möchte ich so drauf gucken, was für Flächen habe ich. Als Ingenieur, Bauingenieur schaue ich schon wieder anders drauf. Das ist wichtig, dass wir Sustainable Data Platforms bekommen. Und das ist meine Message. Bitte helft alle mit. Ich glaube, nur jeder muss anfangen. Nur dann werden wir auch 2045 CO2-neutral. Und wenn Fragen sind, gerne.